Niedrige Zinsen, hohe Aktienkurse, alles muss auf den Prüfstand. Das, meine Damen und Herren, war am 7. Mai 2015 in Darmstadt der Tenor der Kundenveranstaltung. Und ich möchte Ihnen nun in den nächsten Minuten eine kompakte Zusammenfassung der Inhalte und auch der Ideen geben, die wir an diesem Abend behandelt haben. Die grundsätzliche Formel, die wir uns betrachten sollten, wenn wir über Vermögen und auch Sparprozesse sprechen, das ist eine sehr simple Formel. Vermögen ist nämlich Geld mal Zeit mal Zins, abzüglich Steuern, Inflation und natürlich Kosten. Wenn wir das im aktuellen Umfeld betrachten, dann war es beim Thema Geld wie immer. Geld müssen Sie natürlich mitbringen, wenn Sie etwas anlegen möchten. Den Faktor Zeit, den können Sie durchaus selbst bestimmen, je nachdem, wie früh oder wie spät Sie sich mit Anlage- und Finanzplanungsthemen auseinandersetzen. Der Zins ergibt sich aus dem Kapitalmarktumfeld. Dazu haben wir Ihnen einiges mitgebracht. Die Steuern werden uns vorgegeben. Auf der einen Seite die Ertragssteuern, namentlich natürlich die Abgeltungssteuer in Deutschland. Die Inflation, wie sie zumindest das Statistische Bundesamt misst, auch die werden wir noch sehen. Und die Kosten, die spielen natürlich auch wie in allen anderen Lebenslagen eine Rolle. Grundsätzlich das finanzielle Gedächtnis mal hier für die letzten 30 Jahre mal aufgemalt. Das ist zumindest der Zeitraum, von dem Psychologen und auch Finanzpsychologen ausgehen, dass wir tendenziell aufgrund der Erfahrungen der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte aus eigenen Erfahrungen und auch Erzählungen unserer Eltern doch auch irgendwie geprägt sind, was unsere Erwartungen an die internationalen Kapitalmärkte betrifft. Und Sie sehen es hier auf der Hochachse, da sehen wir jeweils die Rendite von Bundesanleihen, einmal für 2-Jährige, einmal für 10-Jährige, in Prozent, jeweils reduziert um die offizielle Inflationsrate in diesem Kalenderjahr. Und hier unten sehen Sie die Nulllinie. Und wir können relativ einfach feststellen, dass wir doch in den meisten Jahren es relativ einfach hatten, die Kaufkraft zu erhalten, weil Sie sehen, es gibt hier doch ordentliche Abstände von der jeweiligen Rendite zur Nulllinie. Das heißt, wir haben hier positive Renditen realisiert, auch wenn wir einfach nur deutsche Staatsanleihen gehalten haben. Und auch all diejenigen, die nie in Anleihen investiert haben, sondern zum Beispiel Festgelder oder Sparbücher bei der Bank haben, die haben natürlich von dieser Entwicklung profitiert, da die Gelder, die sie bei der Bank eingelegt haben, von der Bank im Rahmen der sogenannten Losgrößen- und Fristentransformation am Kapitalmarkt angelegt wurden. Die Bank hat ihre Marge herausgenommen. Man hat den Rest an die Anleger oder die Sparer weitergeleitet und wir sehen, wir konnten doch überwiegend positive Renditen hier erzielen. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert und die Kernfrage natürlich, wie wir damit umgehen und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Und meines Erachtens hier auch mal wichtig, das in einen längeren historischen Kontext einzuordnen. Hier mal die langfristigen Renditen für Großbritannien, einfach weil hier natürlich hier bessere statistische Daten vorliegen. Aber auch für andere Nationen sieht das nicht so viel anders aus. Wir können auf jeden Fall feststellen, dass die Renditen tendenziell sich in einem gewissen Korridor bewegt haben. Und dass wir dann eigentlich in einem Zeitraum, den wir eben auch gerade mal betrachtet haben, also hier so die letzten 30, vielleicht auch 35 oder 40 Jahre, wir doch eine exorbitant hohes Zinsniveau hatten im historischen Vergleich. Die Gründe können vielfältig sein, ob das in einer erhöhten Kapitalnachfrage lag nach dem Zweiten Weltkrieg, da man ja auch vieles aufbauen musste und wenn viele Teilnehmer natürlich Kredite nachfragen, dann steigt natürlich auch der Preis für die Kredite und das ist der Zins. Natürlich hatten wir auch gewisse Inflationsschübe, wie zum Beispiel durch den Ölpreisschock. Also es mag vielfältige Begründungen geben. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, dass wir ein exorbitantes Zinsniveau hatten und von diesem Zinsniveau jetzt massiv nach unten gefallen sind. Und diese Bewegung hat natürlich für sehr, sehr starke Entwicklungen bei Anleihen gesorgt, weil Anleihen steigen immer dann im Kurs, wenn das Zinsniveau fällt. Wir können nun darüber diskutieren und philosophieren, was normal ist. Sind die letzten 40 Jahre normal? Ist der Durchschnitt der letzten 300 Jahre eher repräsentativ? Also wie gesagt, wir wissen es nicht, aber wir sollten uns vor allem auch klar machen, dass hohe Zinsen nicht unbedingt gottgegeben sind. Das bringt uns zur aktuellen Marktsituation und hier habe ich Ihnen natürlich die Daten abgedatet. Also das sind jetzt nicht die Kurse und Daten vom 7.5., sondern natürlich die Schlusskurse von gestern. Und im oberen Bild sehen Sie die Veränderung der Staatsanleihen und Sie sehen das jeweils hier auf der Hochachse. Grundsätzlich 100 Basispunkte sind ein Prozentpunkt. Und wenn wir uns mal die Veränderung zum Beispiel hier auf Monatsbasis anschauen für
10-jährige Staatsanleihen in Deutschland, dann sehen wir, oh, die Renditen, die gingen um 56 Basispunkte nach oben, also um 0,56% nach oben. Und das klingt natürlich erstmal wenig, aber wenn Sie ein Niveau haben von 0,05% für eine 10-jährige deutsche Anleihe und jetzt sind Sie bei 0,6%, an einzelnen Handelstagen waren wir sogar fast bei 0,8%, dann ist das natürlich schon eine relativ dramatische Steigerung. Einige Kommentatoren sprechen noch von einem Blutbad am Anleihemarkt. Also warten wir es mal genau ab. Meines Erachtens ist das noch keine Zinswende, aber man sieht doch sehr deutlich, dass eine solche Entwicklung natürlich hier Spuren hinterlässt. In der unteren Grafik sehen wir mal die Renditen für verschiedene Länder auch nochmal im absoluten Vergleich. Also Deutschland 0,7, Frankreich 1%, Irland 1,2%, Spanien 1,84, Italien 1,85. Also hier viele Länder auch deutliche Renditen unterhalb der Renditen, die sie momentan in den USA erhalten. Und auch da muss man natürlich hinterfragen, ob das jetzt ökonomisch begründet ist oder ob der Grund einfach im Anlagenotstand und in dem Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank zu finden ist. Sei es wie es will, aber wir sehen natürlich eine relativ gleichartige Strukturierung vieler Kapitalmarktteilnehmer, weil man sich darauf verlässt, dass die Notenbank bis zum September 2016 hier als Nachfrager aktiv sein wird. Und die jüngsten Bewegungen sind vielleicht mal ein Hinweis darauf, was passieren könnte, wenn die Notenbank doch nicht bis September 2016 kauft, wenn man sich vielleicht dafür entscheiden sollte, das Anleiheaufkaufprogramm zu reduzieren oder vorzeitig zu beenden, einfach aus dem Hintergrund, dass vielleicht das Wachstum hier positiv überraschen könnte, dass die Inflationsraten doch stärker steigen, als man das ursprüngliche bewerkstelligen wollte und dementsprechend auch ein öffentlicher Druck entsteht. Also wie gesagt, warten wir es mal ab, aber das ist schon eine sehr deutliche Bewegung hier auch am Zinsmarkt. Grundsätzlich, auch hier sehen wir mal die Zinsstrukturkurve im langfristigen Vergleich, weil das erklärt auch viele Probleme, die Sie momentan in den Medien wiedergespiegelt bekommen. Wiederum hier auf der Hochachse sehen wir die Rendite in Prozent und hier unten die Laufzeit in Jahren. Das heißt, wenn wir uns mal die obere, die schwarze Kurve hier nehmen, das ist die Zinsstrukturkurve vor 20 Jahren. Also wenn Sie vor 20 Jahren eine 10-jährige Bundesanleihe gekauft haben, dann hatten Sie eine Rendite von ungefähr 7%, die da drauf stand. Wenn Sie das Gleiche vor 10 Jahren getan haben, dann ist die grüne Linie relevant. Dann gab es eben keine rund 7% mehr, sondern dann gab es eben noch was, so um die 3,5%. Und wenn Sie das Gleiche heute machen, Sie haben es gesehen, dann haben Sie eine Rendite, die liegt bei ungefähr 0,7, 0,8%. Momentan schwankt es ja relativ stark, aber man muss sich natürlich klar machen, dass wenn wir ein früheres Zinsniveau von 7% hatten und heute von 0,7, dass Sie heute, auch finanzmathematisch natürlich nicht ganz genau die Berechnung, aber Sie brauchen 10 Jahre lang 0,7%, um natürlich 7% insgesamt zu haben. Also das, was Sie vor 20 Jahren in einem einzigen Kalenderjahr verdient haben mit einer 10-jährigen Bundesanleihe, dafür brauchen Sie heute 10 Jahre und das hat natürlich ganz massive Auswirkungen auf Versicherungen, auf Versorgungswerke, auf Pensionskassen und erklärt natürlich auch die Reformen und auch die Mitteilungen von Versorgungswerken an ihre Mitglieder, dass man Systeme anpasst, dass man auf die niedrigen Zinsen reagiert. Und auch hier der Internationale Währungsfonds hat sich ja geäußert, dass man natürlich im Geschäftsmodell der klassischen Lebensversicherung Probleme sieht. Aber das ist wahrscheinlich für Sie nichts Neues. Wir haben das ja seit 2008 ja regelmäßig thematisiert. Ich glaube, viele konnten es einfach nicht mehr hören. Aber natürlich gilt wie immer, der Inhalt erklärt letztendlich auch die Rendite, die eine Verpackung langfristig liefern kann. Und wenn der Inhalt eben die Anleihe ist und die Verpackung eine Versicherung und wenn dann 90% meiner Kapitalanlagen in Anleihen sind und Anleihen einfach nichts mehr bringen, dann hat natürlich die Verpackung Probleme und dann muss es natürlich Anpassungen geben. Grundsätzlich dieser Anlagenotstand natürlich nicht nur bei Anleihen bester Bonität wie deutschen Staatsanleihen zu finden, sondern auch in allen anderen Ecken des Anleihemarktes. Anleihen ja grundsätzlich nichts anderes als eine Art von verbrieftem Kredit. Und wir sehen das auch hier für verschiedene Segmente wie Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen oder auch Unternehmensanleihen. Wenn wir es mal vergleichen mit der Situation im Jahr 2003, dargestellt durch den blauen Balken, oder 2007, dargestellt durch den roten Balken. Also hier in grün. Grün ist vielleicht die Farbe der Hoffnung, weil es kann ja nur nach oben gehen. Aber wenn Sie mal die Niveaus sich betrachten und dann sehen Sie, okay, ich verdiene mit den Unternehmensanleihen vernünftiger Bonität in der Eurozone 1,5% auf der Indexebene, also sprich vor Kosten, weil auch wenn Sie einen Indexfonds erwerben, dann hat natürlich der Indexfondsanbieter natürlich Spannen zwischen An- und Verkauf
und natürlich Ankaufskosten. Wenn er die Anleihen kauft, dann hat natürlich der ETF noch eine gewisse Gebühr, die er verdienen muss. Gleichzeitig haben wir natürlich noch die Transaktionskosten auf Ebene des Anlegers. Bei den aktiven Fonds haben wir nochmal andere Kostenkomponenten. Also in Summe muss man sagen, wenn wir mal die Kosten sogar außen vor lassen, dann sehen wir ein Renditeniveau, das natürlich für konventionelle, klassische oder auch defensive Investoren, sei es private Anleger, die im Ruhestand sind, sei es Stiftungen oder auch die angesprochenen Versicherungen, Pensionskassen und auch Versorgungswerke, natürlich viel zu niedrig, um hier vergangene Verpflichtungen zu erfüllen, weil auch der private Anleger hat ja eine Verpflichtung, nämlich sich selbst gegenüber, und dementsprechend sehen wir schon die Finanzierung hier natürlich schwierig. Was relativ konstant geblieben ist, das sind hier unten die Dividendenrenditen. Sie sehen sowohl mal für den DAX abgebildet, als auch für den globalen Aktienmarkt, dargestellt durch den MSCI World. Und da sehen wir die Dividendenrenditen, ja, die sind nicht spektakulär anders. Im Jahr 2003 hatten wir 2,3% am globalen Aktienmarkt, heute haben wir 2,4%. Also Sie sehen es, die Dividenden bei weitem nicht so stark verändert, wie wir das bei den Anleihesegmenten sehen. Aber das ist ja auch eine Entwicklung, auf die wir mehrfach hingewiesen haben, dass sich natürlich dieser Anlagenotstand zwar auch am Aktienmarkt zeigt, aber dass natürlich die Bereitschaft, höhere Beträge für die gleichen Cashflows zu bezahlen, sich natürlich am Anleihemarkt noch deutlich stärker zeigt als zum Beispiel am Aktienmarkt. Die Inflationserwartung, auch da wissen Sie, wir weisen gerne darauf hin, dass wir davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank, genau wie auch andere Notenbanken, so lange die Zinsen niedrig lassen kann und so lange über Anleihekäufe oder auch die Verlängerung der Notenbankbilanzen in die Kapitalmärkte eingreifen kann, wie es keine offizielle Inflationsrate gibt. Also solange sich in den Konsumentenpreisen, die mit statistischen Warenkörben ermittelt werden, sich hier keine große Inflation zeigt, kann man problemlos agieren. Es gibt keinen großen Rechtfertigungsdruck. Und wir sehen auch hier, dass Mario Draghi, seines Zeichens ja Präsident der Europäischen Zentralbank, hier schon mal doch einiges geschafft hat, zumindest in seiner eigenen Definition, weil man sieht nämlich hier die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, die sind für die Eurozone von den Tiefsten ein gutes Stück nach oben gekommen. Das gilt sowohl für die 5 Jahre als auch für die 2-jährigen Erwartungen. Und Sie sehen es auch in den anderen Währungsräumen USA hier in der Orange dargestellt oder auch Großbritannien in Grau, da noch relativ solide Inflationserwartungen, aber momentan ganz klar natürlich auch das Risiko, dass wir vielleicht eine höhere Inflation bekommen, als die Kapitalmarktteilnehmer momentan erwarten. Wenn wir von der Fremdkapital, also von der Gläubigerseite zur Eigentümer, zur unternehmerischen Seite gehen, dann sehen Sie hier mal die Entwicklung von relevanten Aktienmärkten im Jahresverlauf des aktuellen Kalenderjahres. Und in Blau sehen Sie die Performance, die Wertentwicklung, also in lokaler Währung. Und in Orange sehen Sie die Performance umgerechnet in Euro. Wir sehen, dass der stärkste Markt, das ist tendenziell der Shanghai Index, auch hier natürlich Lockerungen von der Notenbank und auch ein relativ expansives Verhalten bei den Depoteröffnungen und vielleicht auch spekulatives Verhalten der privaten Anleger. Aber wir sehen es nichtsdestotrotz auch natürlich hier starke Märkte. FTSE, MIB, das ist natürlich Italien, DAX 30, unser Heimatmarkt, der CAC 40 in Frankreich. Auch da sehen wir trotz der Kursrückgänge immer noch ordentliche Renditen natürlich im Verlauf des Jahres. Und die Märkte, wo wir die Notenbankaktivitäten eher auf einem geringeren Niveau sehen, wo sie relativ gesehen weniger werden, also wie zum Beispiel hier die USA, da sieht man es mal hier, S&P 500, Russell 2000 oder der Dow Jones Industrial Index, die Indizes tendenziell mit einer schwächeren Wertentwicklung, aber aus Sicht eines Euroanlegers, das zeigen Ihnen die orangenen Balken, wir konnten natürlich etwas mehr verdienen als die reine Aktienmarktentwicklung, da der Euro gegen den Dollar abgewertet hat, also haben wir in Summe ein bisschen mehr verdient. Pauschal gesprochen, so muss man es momentan konstatieren, für globale Aktienanleger war es bisher kein schlechtes Jahr, weil in Europa haben wir daran verdient, dass die Aktienmärkte gestiegen sind. In den USA sind sie zwar nicht so stark gestiegen, aber da haben wir die Währung verdient. Also alles in allem nicht so schlecht, und dementsprechend muss man natürlich auch sagen, dass wenn die Kurse momentan zurückgehen, dann kann das natürlich auch auf Gewinnmitnahmen begründet sein, weil man natürlich auch hier die Renditen, die man erst nur im Buch verdient hat, also Papiergewinne, die hier natürlich mal realisiert. Vielleicht auch das alte Sprichwort Sell in May and Go Away bei dem einen oder anderen hier noch im Hinterkopf ist. Also es gibt immer verschiedene Begründungen, aber alles in allem muss man sagen, auch wenn wir jetzt die letzten 2 Wochen da mal erhebliche Schwankungen hatten, natürlich bei den Anleihen, aber auch bei den Aktien, das hat natürlich besonders die europäischen Märkte getroffen. Alles in allem muss man sagen, war es an den Aktienmärkten, wenn man global und breit diversifiziert investiert war, kein schlechtes Jahr bisher.
Auch der Zusammenhang nochmal wichtig: Wir Deutschen schauen ja gerne auf den DAX, unser Heimatmarkt, der deutsche Aktienindex. Aber Sie sehen es mal hier dargestellt, auf Basis der Werte von Ende 2013. Der deutsche Aktienmarkt macht halt gemessen an der globalen Aktienmarktkapitalisierung gerade mal 3% aus. Also man könnte auch sagen, es ist ziemlich lächerlich. Sie sehen es, die USA mit rund 50% hier vertreten, Großbritannien auch mit 8%, ja. Und ja, Deutschland, Schweiz, Frankreich mit jeweils 3%, Spanien und Italien mit jeweils 1% hier vertreten. Also ich möchte Ihnen damit vor allem sagen, dass nicht das, was Sie jeden Tag in der Zeitung lesen oder auch die Aktien, die Sie jeden Tag vielleicht auch beobachten, also Siemens, Allianz, Daimler und Co. Das sind natürlich Global Player, aber nichtsdestotrotz, wenn man es jetzt mal betrachtet in der konsolidierten Marktzusammenfassung, dann der deutsche Aktienmarkt doch ja, von eher untergeordneter Bedeutung. Und wenn dann natürlich auch noch einige Investoren vielleicht auch den deutschen Aktienmarkt nutzen, um sich über Derivate mal schnell in den europäischen Markt einzukaufen oder auch Positionen abzusichern, weil der Future hier doch relativ liegt, natürlich sehr liquide und auch natürlich auch günstig im Handel ist, dann sehen wir hier natürlich relativ starke Ausschläge. Dann die Zusammensetzung des deutschen Aktienmarktes, natürlich aufgrund des deutschen Exportmodells, natürlich auch sehr zyklisch, also ziemlich konjunkturabhängig. Und deswegen ist der DAX natürlich auch schon sowas wie ein kleiner Optionsschein auf den globalen Aktienmarkt, respektive natürlich ein global gestreutes Aktienportfolios. Wenn wir über Aktien sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Bewertungen. Hier mal für verschiedene Länderindizes, die von MSCI berechnet werden, sehen Sie mal die Bewertung. Sie sehen es in Gelb mit dem schwarzen Punkt, das ist der 20-Jahres-Durchschnitt. Der blaue Balken gibt das aktuelle Niveau an und der grüne Punkt ist das 20-Jahres-Tief. Rot ist ja das 20-Jahres-Hoch. Und wenn Sie das mal betrachten, dann sehen Sie, okay, in vielen Märkten sind wir aktuell leicht über den Durchschnitten drüber, sind aber noch ein gutes Stück vom 20-Jahres-Hoch entfernt, was die Bewertung betrifft. Also meines Erachtens war nicht so besonders spektakulär. Ausreißer gibt es natürlich immer in einzelnen Märkten. Verstärkt werden diese Bewegungen natürlich auch nochmal durch die jeweiligen Aktionen der Notenbank. Also tun sie jetzt mehr, tun sie jetzt weniger oder verhalten sich ganz anders, als es der Markt erwartet. Aber Sie sehen es im Endeffekt hier schon, natürlich der Aktienmarkt ist nicht homogen, sondern natürlich sehr heterogen, wenn man das Ganze einmal nach Ländern betrachtet. Eine andersartige Betrachtung ist natürlich nicht nach Ländern, sondern nach Sektoren, weil wir natürlich heute auch über globale Zusammenhänge natürlich grundsätzlich sprechen. Deswegen, Sie sehen es auch mal dargestellt, die Bewertung für die verschiedenen Sektoren, also Energie, Gesundheit, Basic Materials, also Grundstoffe oder Utilities, das sind die Versorger oder auch die Telekoms. Und da sehen Sie im Endeffekt, hey ja, da sind wir überall ein gutes Stück über dem 5-Jahres-Durchschnitt drüber, weil das aktuelle Niveau ist der blaue Balken und der orangene Punkt ist der 5-Jahres-Durchschnitt. Nichtsdestotrotz, ich möchte Ihnen auch hier mal zeigen, wie schnell man sie mit Vergleichen in die Irre führen kann, weil hier sehen wir jetzt die Daten im 5-Jahres-Vergleich. Also ich spreche jetzt von, ich sage jetzt mal Ende ersten Quartal 2015, 5 Jahre zurück. Dann sind wir im Jahr 2010, da war es wirtschaftlich noch ganz anders als heute. Und die Darstellung, die Sie eben gesehen haben mit den Länderindizes, das ist ein 20-Jahres-Durchschnitt und da sieht es eben schon ganz anders aus. Und deswegen, wie gesagt, in vielen Fällen schauen Sie ganz genau hin, welche Grafiken, welche Zeitreihen man Ihnen präsentiert, weil meines Erachtens auch in den Medien, da werden auch gerne oder auch bei Anbietern von Investmentprodukten, also Vermögensverwaltung, Investmentfonds und was es alles gibt, es werden dann doch auch vielleicht mal Zeiträume genutzt, die eigene Aussage untermauern und dann werden manchmal vielleicht auch Äpfel mit Birnen verglichen. Deswegen, weil ich Ihnen insgesamt sagen möchte, der DAX ist nicht repräsentativ für den Aktienmarkt. Auch der europäische Aktienmarkt ist nur ein Teilsegment des europäischen Marktes und wenn Sie global investiert sind, dann haben Sie natürlich eine bedeutend ruhigere Entwicklung, als wenn Sie in 10, 12 Aktien aus einem Markt investiert sind. Und natürlich auch, dass wir eben verschiedene Länder haben, wir haben verschiedene Sektoren und das Ganze wird dann noch ergänzt durch verschiedene Investmentstile, also entweder wachstumsorientierter oder substanzorientierter. Also von daher, der Aktienmarkt ist sehr, sehr heterogen und dementsprechend stellt sich meines Erachtens nicht die Frage, bin ich überhaupt am Aktienmarkt investiert, sondern eher die Frage, wie hoch sollte der Aktienanteil an meinem Vermögen sein? Und wie soll denn die konkrete Anlagestrategie umgesetzt werden? Wie breit soll die Risikostreuung sein und mit welchen Stilen möchte ich das umsetzen? Nochmal ein kleiner Exkurs zum Thema Äpfel- und Birnenvergleich. Hier sehen Sie mal die Entwicklung des DAX Performance Indizes, der Performance Index, der berücksichtigt die ausgezahlten Dividenden, also die werden wieder reinvestiert. Der Kursindex sagt, okay, wir nehmen nur die reine Wertentwicklung, die Dividenden sind raus und
diese Kursindex-Darstellung doch bei den meisten Indizes auf globaler Ebene die repräsentative Darstellung. Nur in Deutschland, da nehmen wir den Performance-Index und deswegen auch normalerweise müsste man eigentlich den S&P 500 und auch andere Indizes nicht mit dem DAX vergleichen, mit dem Performance-Index, sondern mit dem DAX 30 Kursindex. Dann wäre es eigentlich ein faireres Bild, aber das zeigt auch nochmal, wie deutlich, dass doch teilweise einfach nur unterschiedliche Darstellungen häufig in einer vereinfachten Abbildung natürlich zu Fehlschlüssen führen und meines Erachtens auch nicht ganz verständlich, warum wir uns in Deutschland am Performance-Index orientieren, wenn doch der Rest der Welt überwiegend auf der Kursindex-Ebene unterwegs ist. Wo wir im Thema Bewertungen sind, habe ich Ihnen mal eine Zahl mitgebracht, die von Professor Schiller ermittelt wird, dass das zyklusgeklettete Kurs-Gewinn-Verhältnis, also man klettet das über 10 Jahre, um natürlich hier eine höhere Stabilität zu haben. Und hier unten sehen Sie das mal im Zeitablauf und hier auf der Hochachse sieht man eben die Entwicklung und vereinfacht gesprochen würde man sagen, naja, je weiter oben man hier ist, desto, also hier oben tendenziell, wenn es hier hochgeht, ist es eben eher teuer. Wenn es hier weiter unten ist, dann ist eben tendenziell eher günstiger. Momentan haben wir einen Wert von 27. Was heißt das konkret? Auch das habe ich Ihnen natürlich mal mitgebracht. Und Sie sehen es im Endeffekt, okay, wenn der Wert zum Beispiel in der Vergangenheit zwischen 5 und 13 stand, also im historischen Vergleich eher niedrig war, dann waren die folgenden durchschnittlichen Renditen über die nächsten 10 Jahre auf realer Basis, also inflationsbereinigt, im Schnitt bei ja über 10%, wenn der Markt etwas teurer war, dann waren die Renditen bei real bei rund 8% und momentan, Sie haben es gesehen, sind wir bei rund 27, wenn man das Ganze noch Margin bereinigen würde, da gibt es verschiedene Anpassungen, die verschiedene Analysten gerne vornehmen, sei es drum, auf jeden Fall momentan ein Wert von 27, würde im Endeffekt bedeuten, dass wenn wir die Historie als Basis nehmen, dass wir für die nächsten 10 Jahre einen durchschnittlichen realen Ertrag von etwas um die 2% für den amerikanischen Aktienmarkt erwarten sollte. Das ist natürlich keine Messlatte, die man jetzt in Stein meißeln kann, aber ich glaube, der Grundzusammenhang zwischen was bezahle ich heute für einen Vermögenswert und was bezahle ich heute für die wahrscheinlichen Erträge aus diesem Vermögenswert, da haben wir natürlich einen klaren Zusammenhang zwischen was gebe ich heute aus und wie sieht meine Wertentwicklung für die Zukunft aus. Man könnte auch sagen, im Einkauf liegt der Gewinn. Und wenn Sie jetzt glauben, hey, das ist ja ein super Indikator, wann ich in die Aktienmärkte investieren sollte, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Die Darstellung taugt eher dafür, wenn man im Rahmen einer Finanzplanung, einer Ruhestandsplanung oder in langfristigen Anlageprozessen jenseits von 10 Jahren plausible Annahmen für Renditen und für eine Vermögensstruktur herannehmen will, da können solche Indikatoren ganz sinnvoll sein. Für das Kurzfristige taugt es überhaupt nichts, weil dann wären sie in vielen Fällen im Aktienmarkt gar nicht investiert gewesen und das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Auch ein Thema, was wir natürlich behandelt haben, weil es sehr stark durch die Medien geht und sich doch in Marketingbotschaften sehr häufig wiederfindet. Also dieses Thema, sind Dividenden die neuen Zinsen? So nach dem Motto, wer braucht schon Zinsen, wenn es auch Aktienrenditen gibt. Und dann meines Erachtens, klar, es ist nachvollziehbar, weil Sie sehen es hier. Wir sehen hier mal die Dividendenrendite für den deutschen Aktienmarkt. Also wenn die Dividenden so ausgezahlt werden wie zuletzt auf Basis des aktuellen Kursniveaus, haben wir eine Dividendenrendite von 2,5%. Dagegen die Rendite für eine 10-jährige Bundesanleihe noch bei 0,7. Vor 2 Wochen waren wir hier noch bei 0,05. Also war es ganz klar, wenn ich natürlich mit einem Dividendenrenditen das 50-fache des Zinsniveaus habe, dann sind natürlich die Dividenden attraktiv, so die gängige Meinung, aber auch das haben wir mal natürlich auseinandergenommen. Und wenn man sich das mal betrachtet, dann sieht man natürlich auch tendenziell, wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, und das sind jetzt Werte seit 1927, dann partizipieren die Aktien mit einer soliden oder überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Die partizipieren zu rund 92%. Das heißt, wenn der Aktienmarkt um 10% steigt, dann steigen die Dividendentitel, die über dem Schnitt liegen, die steigen zu 92% mit, also nehme ich 9,2% dieser 10 mit. Und wenn es fällt, dann falle ich eben nicht 10%, sondern nur 81% von 10, also rund 8%. Und dann habe ich hier also einen Puffer. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ganz klar sagen, wenn ein Aktienmarkt heute 20% korrigiert, was nichts Ungewöhnliches ist, das muss man mal ganz klar so sagen,
und ich falle halt 80% mit, dann sind auch 16% weg. Und das ist doch, glaube ich, für viele Festgeldanleger oder defensive Anleger doch etwas anderes als das, was sie von ihren Festgeldern oder vielleicht von auch von kurzlaufenden Bundesanleihen kennen. Von daher, ja, Dividenden sind ein wichtiger Teil der Aktienmarktrendite. Ungefähr 40% machen die im langfristigen Durchschnitt der Gesamterträge aus. Ja, auch die Dividende ist natürlich ein Indikator, gerade wenn sie langfristig natürlich gezahlt wird und immer ausreichend mit Gewinnen gedeckt ist, dass das Unternehmen natürlich entsprechende Profits generiert. Nichtsdestotrotz sollten wir uns natürlich klar machen, dass hier natürlich auch andersartige Risiken enthalten sind als jetzt bei einer klassischen Zinsanlage. Der grundlegende Zusammenhang, auch das ist natürlich immer wichtig. Auf der einen Seite haben wir den Gläubiger, das sind in vielen Fällen natürlich auch Sie. Sie haben Forderungen oder ein Guthaben, darauf wollen Sie eine gewisse Rendite haben. Und natürlich gibt es zu Ihrem Guthaben immer einen korrespondierenden Schuldner, der hat eben die Verbindlichkeit oder hat ein Versprechen abgegeben. Und das einen seine Schulden sind dem anderen seine Guthaben und das heißt natürlich in der Konsequenz auch, dass Sie als Gläubiger nur die Rendite langfristig vereinnahmen können, die sich der Schuldner als Zins auch leisten kann oder die er sich auch vielleicht auch leisten will. Und wenn wir das mal runterbrechen auf die tägliche Praxis, dann bringen Sie Ihr Geld zur Bank, dann haben Sie ein Guthaben, die Bank legt das Geld wieder am Kapitalmarkt an, hat ihrerseits wieder eine Gläubigerfunktion und erwartet einen gewissen Zins. Und wenn natürlich die Bank am Kapitalmarkt nichts mehr verdient, dann kann sie Ihnen eben auch nichts mehr weiterzahlen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir momentan die Tendenz sehen, gerade bei Banken, die traditionell sehr stark vom Zinsüberschuss abhängig sind, tendenziell ja gewisse oder viele Banken, sogar zu 75%. Und wenn da natürlich keine Zinsmarge mehr da ist, dann müssen Sie natürlich Erträge in anderen Bereichen verdienen. Heißt im Endeffekt Kontoführungsgebühren und auch andere Ertragsarten. Bei der Versicherung, bei der klassischen kapitalgedeckten Lebensversicherung haben wir natürlich einen ähnlichen Zusammenhang. Sie als Versicherungsnehmer, Sie bringen Beiträge auf, dann werden gewisse Risikokosten abgezogen, je nachdem, ob Sie noch einen Todesfall oder eine Berufsunfähigkeitsabsicherung integriert haben. Der Rest wird im Endeffekt angelegt, das ist der sogenannte Sparanteil. Der Sparanteil wird nach einem gewissen Schlüssel angelegt, der heißt ungefähr 90% Anleihen und 10% Sachwerte in Deutschland, wenn man die statistischen Daten des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft zusammennimmt. Und auch hier natürlich der Zusammenhang, wenn natürlich die Versicherer am Kapitalmarkt keine Renditen mehr generieren am Anleihemarkt, dann kann sie natürlich diese niedrige Zinsphase noch eine gewisse Zeit durch Überschüsse oder Umverteilungen natürlich regeln. Aber was sie heute rausnehmen, um Lücken zu schließen, das fehlt natürlich auch bei Vertragsfälligkeit bei den Überschüssen. Und dementsprechend sehen Sie hier nochmal das Credo, dass natürlich eine Verpackung dauerhaft nicht mehr zahlen kann als der Inhalt, also die Vermögensklassen, natürlich nochmal hier bestätigt. Gleiches gilt natürlich für die Versorgungswerke, auch hier das kapitalgedeckte System, tendenziell aber auch noch Ergänzung, das Umlageverfahren, also auch eine Umlageverfahrensthematik als Ergänzung der Kapitaldeckung, also sprich Elemente der zinsbasierten Altersvorsorge werden dann teilweise kombiniert mit Elementen aus dem Umlageverfahren. Ob das generationengerecht ist, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber es sollte einfach nur klar sein, dass man natürlich Mitteilungen von Versicherungen und auch von Versorgungswerken natürlich im Gegensatz zu früher einfach stärker plausibilisieren muss, da natürlich die Versorgungswerke auch reagieren. Man arbeitet mittlerweile auch teilweise über Entgeltpunkte und sagt dann, ja klar, wir geben heute Entgeltpunkte und über diese Entgeltpunkte ermöglichen es uns, unsere Bilanz flexibler zu halten, heißt natürlich nichts anderes, als dass man sich damit die Option offen hält, natürlich auch die Rentenansprüche zu senken. Dann, klar, der größte Posten Rente und Pension. Die Arbeitnehmer zahlen natürlich in die gesetzliche Rente ein, zumindest mittelbar über ihren Arbeitgeber. Damit erwerben sie Ansprüche. Diese Ansprüche werden dokumentiert, ja auch in ihrer Renteninformation. Sieht man ja auch, rechts oben ist der Bundesadler drauf. Und irgendwann wird natürlich aus dieser Renteninformation ein Rentenbescheid. Und dann wird aus der abstrakten, sogenannten impliziten Staatsverschuldung eben harter Cashflow. Und spätestens wenn die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre hier in Ruhestand gehen, wird es doch mal spannender sein zu beobachten, wie sich das auswirkt, weil ja wir doch momentan sowieso schon relativ hohe Zuschüsse natürlich aus dem Bundeshaushalt zur gesetzlichen Rente haben. Und wenn man das einfach mal weiterdenkt und wir ja wissen, dass die Leute irgendwann in Ruhestand gehen und aus den Versprechen dann cashlos werden, dann haben wir, glaube ich, weiter in das Thema, dass wir natürlich hier einen notwendigen Kapitalbedarf auf der staatlichen Seite haben und dementsprechend auch ein dauerhaftes Interesse natürlich der Staaten auch an der absolut gesehen niedrigen Renditen, weil sie müssen die Lücke ja irgendwo finanzieren und auch die Belastung mit Steuern und Abgaben, die hat ja irgendwo ein Ende. Sie können den Einkommensteuersatz nicht noch weiter nach oben ziehen.
Und von daher ganz klar, das ist ein Thema, was uns langfristig begleitet und was auch zusätzlich natürlich auch ein Deckel auf die Zinserwartungen im langfristigen Kontext sein kann. Grundsätzlich, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn ich nur einen Chart zeigen dürfte, dann wäre es dieser. Was Sie hier sehen, ist nichts anderes als hier unten die Zeitachse in Jahren, angefangen im Jahr 1960. In diesem schicken Orange sehen Sie die Entwicklung der Wirtschaftsleistung der USA. In Rot sehen Sie das ausstehende Volumen der Staatsverschuldung, was über US-Staatsanleihen bzw. Anleihen und Geldmarktpapiere finanziert ist. In Grün sehen Sie mal die Aktivseiten der Bankbilanzen, also beziehungsweise eigentlich die Kredite, die die US-Geschäftsbanken hier vergeben haben. Und wir sehen, dass wir lange Zeit eine Parallelentwicklung hatten von wirtschaftlicher Entwicklung und auch Kreditwachstum. Irgendwann hat sich das Ganze auseinandergekoppelt. Also wir sehen hier doch eine ordentliche Lücke. Die Gründe können vielfältig sein. Man kann es aber so zusammenfassen, dass wir natürlich heute eine größere Abhängigkeit von niedrigen Zinsen haben, dass wir heute natürlich mehr Kredit benötigen, um ein vergleichbares Wachstum zu kreieren und dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Märkte hat und dementsprechend natürlich auch wir natürlich eine hohe Zinsanfälligkeit im gesamten Finanzsystem und auch der zugrunde liegenden Realwirtschaft haben. Und die Frage, die man sich natürlich mal stellen muss, die aber jetzt niemand, auch ich, nicht beantworten kann, ist natürlich die Frage, wird diese Lücke auf Dauer bestehen bleiben, wird sie vielleicht sogar noch weiter auseinandergehen oder kommt vielleicht nicht die Situation, dass sich das aufgeblähte Finanzsystem vielleicht hier wieder der Realwirtschaft annähert und das würde natürlich heißen, dass wir natürlich sowohl Schulden, aber natürlich auch die korrespondierenden Forderungen abschreibt, vernichtet oder sonst irgendwie entwertet. Ich kann nicht sagen, wie es genau kommen wird, aber wenn wir uns mal klar machen, wenn wir nochmal die Bilanz hier oben nehmen, dann ist es ja nicht so abstrakt, wie es erstmal klingt, weil da sind natürlich Ihre ganzen Forderungen und Guthaben, die Sie natürlich gegenüber Banken haben, gegenüber Versicherungen, die Versicherungen wiederum gegenüber den Banken und natürlich auch den Unternehmen mittels der Unternehmensanleihen, das steckt dann natürlich alles mit drin. Also daher, wie gesagt, eine relativ interessante Entwicklung steht uns da voraus. Wie es kommt, kann Ihnen niemand genau sagen, aber wir sollten uns natürlich heute mal aktiver mit unserer Vermögensstruktur auseinandersetzen, um uns klarzumachen, wo bin ich eigentlich Eigentümer, wo bin ich Gläubiger, welche Klumpenrisiken habe ich hier vielleicht in so einer Situation, wie würde sich für ein Vermögen vielleicht bei Inflation oder auch bei einer deflationären Entwicklung verhalten, einfach um mir losgelöst von den ganzen Philosophien über mögliche Zukunftserwartungen, sich eher damit zu beschäftigen, wenn was passiert, wo und wie trifft es mich, anstatt darüber zu philosophieren, warum etwas so kommen könnte. Grundsätzliches Thema Entschuldung wurde ja auch oft diskutiert, deswegen hier mal eine Zusammenfassung aus einer Studie von McKinsey, die haben sich auch mit der globalen Verschuldung beschäftigt, rund 200 Seiten hat die Studie. Was ich Ihnen einfach nur mal zeigen will, ist, das ist das Niveau Ende des vierten Quartals 2000, das viertes Quartal 2007 und das natürlich für das zweite Quartal 2014 und da sehen Sie insgesamt, die Verschuldung ging natürlich insgesamt nach oben. Und wir sehen, dass das Wachstum in den unterschiedlichen Segmenten unterschiedlich stark war. Aber in Summe ist die Verschuldung angewachsen. Und da auch das sehen Sie hier, die totale Verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, also der Wirtschaftsleistung. Und da fehlen natürlich auch die sogenannten impliziten Staatsverschuldungen, also die ganzen Renten- und Beamten- und Pensionsverpflichtungen. Und wenn Sie die nochmal dazu erinnern, dann wird es nochmal anders aussehen. Aber nichtsdestotrotz, Entschuldung, die sieht mit Sicherheit anders aus. Grundsätzlich sagen wir, Schuldenkrise ist der falsche Begriff. Globale Schuldenkrise erweckt auch eher den Eindruck, als ob es einen persönlich nicht treffen würde. Deswegen nutzen wir eher den Begriff der individuellen Guthabenkrise. Vereinfacht gesprochen hatten wir verschiedene Punkte, die zu Krisen geführt haben. Die Antwort auf diese Krisen waren niedrige Zinsen. Das haben wir in der Folge gesehen bei niedrigen Zinsen auf Girokonten und auf Tagesgeldkonten. In der Folge eine hohe Nachfrage nach sicheren Geldanlagen, Staatsanleihen, Pfandbriefe und top-gerated Unternehmensanleihen. Und als das eben nicht mehr ausgereicht hat, hat man sich eben auch in illiquidere Segmente des Finanzmarktes oder in höher verzinste Segmente mit schwächerer Bonität, wie zum Beispiel Hochzinsanleihen, engagiert, hat dort die Preise hochgekauft und wenn sie natürlich, denn die Preise steigen und der Cashflow gleich bleibt, dann fallen die Renditen. Das haben Sie in der Übersicht ja auch schön gesehen. Und wenn natürlich keine Renditen am Kapitalmarkt mehr zu holen sind,
bei den Anleihen. Dann haben natürlich all diejenigen Probleme, die einen Großteil ihrer Kapitalanlagen in Anleihen investiert haben. Das sind natürlich hier die Kapitalsammelstellen, auch die Firmenrenten, Versorgungswerke. Das haben Sie ja gesehen. Wir haben bereits verschiedene Reformen natürlich auch hier bereits erlebt. Einige Reformen stehen uns da, glaube ich, noch bevor. Und momentan muss man ja sagen, durch die fallenden Zinsen haben die Anleger ja auch, diese institutionellen Anleger ja auch Kursgewinne generiert bei den Anleihen. Aber da ist die Frage, kann man diese Kursgewinne realisieren oder verschwinden diese Kursgewinne wieder bis zur Fälligkeit der Papiere, da die Anleihen zu 100 zurückgezahlt werden. Also das ist ein relativ komplexes Thema, aber wie gesagt, bei allen sei einfach mal im Hinterkopf, die Verpackung kann nie dauerhaft mehr leisten, als sie selbst am Kapitalmarkt verdient. Und dann natürlich on the long run die Frage der Rentenansprüche, wie sollen die finanziert werden? Einen gewissen Schuldenschnitt hatten wir bereits in Deutschland durch das Alterseinkünftegesetz, da Renten jetzt anders besteuert werden, sind die nominalen Renten ja quasi unverändert, aber netto, also sprich unter Einbeziehung von Steuern, sind sie bedeutend niedriger, dann wurden noch verschiedene andere Faktoren eingeführt, also doch die Renten massiv gefallen. Nichtsdestotrotz, das Thema Finanzierbarkeit der Rentenansprüche wird natürlich nochmal ein gesellschaftliches Thema werden und dementsprechend, wie gesagt, der individuelle Guthabenkrise ist das Thema und weniger das Thema globale Schuldenkrise. Deswegen denken Sie bitte immer an diese Punkte, kann man sich auch mal ausdrucken und über den PC hängen oder drucken Sie es aus und heften Sie den Ordner, wo Ihre Finanzunterlagen auch abgeheftet sind, weil das sind natürlich hier die Kernthesen und die lauten wie folgt: Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Denken Sie mal in Ruhe zu Ende, was das bedeutet. Und natürlich auch hier, der Gläubiger kann nur die Rendite erwarten, die der Schuldner als Zins leisten kann oder auch leisten will oder vielleicht auch leisten muss. Und nur weil Sie einen schlechten Schuldner heute bestrafen und sanktionieren, heißt es ja nicht, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen. Also auch das müssen wir uns natürlich klar machen, gerade wenn es aktuell natürlich um verschiedene Diskussionen mit krisengebeutelten Ländern geht. Ein Großteil der Schulden wird aktuell allerdings nicht öffentlich diskutiert. Thema implizite Staatsverschuldung, also da gehört Ihre Renteninformation oder Ihr Rentenbescheid natürlich auch mit dazu. Wichtig ist hier, Sie können es nicht ändern, aber wir sollten es natürlich bei finanziellen Entscheidungen mit berücksichtigen, weil wenn Sie sich heute scheiden lassen, gibt es auch einen Versorgungsausgleich. In vielen anderen Segmenten ist das ganz klar, die sogenannten Rentenanwartschaften in Entscheidung mit einzubeziehen, nur bei der Geldanlage witzigerweise nicht. Also das sollten Sie mal tun. Wenn Sie unsere Üposvermögensstrukturanalyse kennen, dann wissen Sie ja, dass das ohnehin berücksichtigt wird. Aber in der Conclusio, die Herausforderungen haben wir nicht nur auf der finanziellen Ebene, also das Thema Kaufkrafterhalt oder Erreichung von notwendigen Renditen, um gewisse finanzielle Ziele oder auch Lebensziele zu erreichen, sondern wir haben natürlich Verteilungsfragen, das heißt Fragestellungen auf der sozialen und auf der gesellschaftlichen Ebene und das natürlich Punkte, die natürlich gerade auch vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und eines geringeren Wachstums natürlich wieder große Fragestellungen aufwerfen. Und in der Vergangenheit hat doch ein gewisses Zinsniveau, zumindest ein nominelles Zinsniveau, hier doch einige Probleme zugekleistert und ohne Zinsen werden die Probleme nun offensichtlich und das führt natürlich zu stärker auftretenden Problemen. Grundsätzlich natürlich klar, Finanzindustrie und Politik, die haben in der Vergangenheit nicht 100% mit offenen Karten gespielt. Warum? Ja, die Finanzindustrie versucht natürlich immer Produkte zu kreieren, die dem Anleger schmecken, das heißt, man sagt ja oft, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern natürlich dem Fisch. Also da optimalerweise hat der Anleger natürlich gerne Anlagen, bei denen er nach oben toll verdienen kann, aber nach unten kein Risiko trägt. Da muss man natürlich sagen, das ist natürlich in der Praxis vollkommener Unsinn, das funktioniert natürlich nicht. Meines Erachtens müssen wir hier viel, viel stärker ansetzen bei dem Thema finanzielle Bildung, was auch schon mal in der Schule beginnen müsste, aber nichtsdestotrotz, hier gibt es natürlich Möglichkeiten, sich zu informieren, diese Online-Konferenzen und ja auch verschiedene Artikel tragen ihr Übriges dazu bei. Die Politik, ja, die wird weitermachen wie bisher. Wer will schon der Überbringer schlechter Nachrichten sein? Also die Kommunikation zum Thema Abgeltungssteuer, die ja de facto den Zinseszinseffekt massiv reduziert hat, also doch ein massiver Einschnitt natürlich in die Vermögensbildung war, aber auch das Thema Alterseinkünftegesetz als faktischer Schuldenschnitt bezüglich der Rentenforderung, das hat man ja geschickter verpackt, als eine Investmentbank ihre Zertifikate-Risiken verpackt hat. Nichtsdestotrotz, so ist es eben und die Notenbanken, ja gut, die werden natürlich weiterhin das tun, was sie tun müssen, aber bleibt so offen, dass die Politik die strukturellen Themen mal anpasst. Grundsätzlich natürlich hier das Thema, die Stellschrauben werden vielfältig und dementsprechend häufig erst später erkennbar sein. Vernetztes Denken ist erforderlich. Die letzten 30 Jahre hat der Zins da einiges zugekleistert. Die
gesetzlichen Altersvorsorgesysteme waren relativ gut, die betriebliche Altersvorsorge war relativ gut. Das hat sich natürlich alles massiv geändert. Es ist heute mehr Eigenverantwortung und mehr Eigeninitiative gefragt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sie natürlich heute die Möglichkeit haben, Instrumente zu nutzen, die vor 10 Jahren noch gar nicht vorhanden waren oder erst sehr großen Vermögen zur Verfügung standen. Und heute haben sie natürlich da die Möglichkeit, auch als, ich sage jetzt mal, normaler Anleger, wie ich auch einer bin, sich wirklich eine sehr vernünftige Vermögensstruktur, individuell abgestimmt auf die eigenen Ziele und Wünsche natürlich herzustellen, da natürlich der Finanzmarkt ein viel, viel größeres Spektrum zu viel niedrigeren Preisen, wenn man genau hinschaut, natürlich auch darstellen kann als vor einigen Jahren. Grundsätzlich, was wäre wenn? Was Sie hier mal sehen, ist das auf der Hochachse, also hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also die Frage ist, das, wie vielfache eines Jahresertrages zahle ich für einen Vermögensgegenstand? Hier auf der horizontalen Achse sind das relative Risiko. Typischerweise am Geldmarkt sage ich, okay, ich lege mein Geld kurzfristig an, ich habe kein Zinsänderungsrisiko, kein wirklich relevantes Kreditrisiko, also das, was man typischerweise nutzt, eben für Rücklagen. Wenn ich dann sage, okay, ich trage ein gewisses Zinsänderungsrisiko, aber ich will noch kein Bonitätsrisiko haben, habe ich eine Top-Staatsanleihe, wie beispielsweise von Deutschland oder der USA gekauft. Und ja, wenn ich dann ein bisschen Kreditrisiko genommen habe, dann habe ich eben eine Unternehmensanleihe gekauft, entweder von der Siemens, dann gab es einen kleinen Renditeaufschlag auf die Staatsanleihe, oder von einem kleinen Unternehmen, dann gab es einen größeren Renditeaufschlag. Und die nächste Stufe war dann natürlich, sich nicht nur als Fremdkapitalgeber zu positionieren, sondern eben Mitunternehmer zu werden, weil nichts anderes verbrieft natürlich auch die Aktie, eben den Miteigentumsanteil an einem Unternehmen mit einem Anspruch auf den Anteil am Gewinn, an der Dividende, ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und natürlich den Anteil im Liquidationserlös. Meines Erachtens die Aktie so ein bisschen an Bezug verloren, weil wir natürlich heute alles so technisiert haben. Sie haben keine Aktie mehr, die Sie sich auch mal in die Hand nehmen können. Aber nichtsdestotrotz, an den Rechten aus dem Papier hat sich ja nichts verändert, auch wenn es heute eher das digitale Äquivalent natürlich gibt. Dann Private Equity, heißt, ich investiere nicht am Börsen gehandelt und am regulierten Markt, sondern tendenziell eher im unregulierten Markt in Unternehmen, die noch nicht börsennotiert sind und erwartet dementsprechend nochmal einen Risikoaufschlag. So die Theorie der Geldanlage und die Kernfrage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, was ist, wenn insgesamt durch die niedrigen Zinsen natürlich das Niveau insgesamt parallel nach oben verschoben wurde. Das heißt natürlich, hey, seit der Finanzkrise tolle Renditen in vielen Vermögensklassen. Vieles ging parallel nach oben. Auch natürlich zum Beispiel so etwas wie Immobilien in Deutschland, die auch als Zinsersatz dienen, die sogenannten Zinshäuser. Die Frage, die wir uns natürlich wirklich stellen müssen, was ist, wenn es wirklich so wäre, dass wir eine Parallelverschiebung haben und dass wir vielleicht auch mal die Situation haben, dass wir zwar insgesamt langfristig niedrige reale Zinsen haben, also sprich nominales Zinsniveau abzüglich Inflation sind die realen Renditen, aber wenn es natürlich in diesem übergeordneten Trend immer mal Gegenbewegungen gibt, wo das Zinsniveau um 1,5 oder 2% steigt, dann sehen Sie, es gibt ordentliche Verwerfungen und das meines Erachtens eines der großen Themen, was man momentan im Blick halten sollte. Auch wenn ich einen schönen gestreuten Vermögenskuchen habe, das sieht ja in Excel immer ganz toll aus, viele verschiedene Farben, dann kann es doch sein, dass ich einen Risikofaktor habe, der in allem drin steckt und das ist natürlich der Zins und das gilt es natürlich bei der Vermögensstrukturierung zwingend zu berücksichtigen. Deswegen unser Fazit für die aktive Vermögensverwaltung. Aktien sind alternativlos, aber nicht risikolos. Das heißt, man sollte sich vor allem damit beschäftigen, wie möchte ich eigentlich in den Aktienmarkt investieren, weil Sie können in Aktien investieren und suchen sich 5 Aktien raus oder Sie können 8.000, 9.000 verschiedene Aktien kaufen über speziell zusammengestellte Portfolios mittels institutioneller Investmentfonds oder Indexfonds. Also von da, wie gesagt, Aktienmarkt ist nicht Aktienmarkt. Ich hoffe, das ist rausgekommen. Dann natürlich auch das Inflationsrisiko wird vielleicht unterschätzt, so zumindest die Vermögensverteilung, die man sieht, ja auch in Deutschland, rund 80% der Vermögenswerte des Geldvermögens stecken ja in zinsbasierten Papieren und die leiden natürlich unter Inflation. Fremdwährung aus unserer Perspektive ist sowohl ein Risiko- als auch Renditebaustein und da die Frage häufig kommt, Thema Euro-Dollar, meines Erachtens das einfache Geld bei Euro-Dollar ist verdient, weil bei 1,35 war es aus unserer Perspektive, das haben Sie auch in der Positionierung des Hypo-Strategiefonds gesehen und auch in unseren Marktkommentaren. Da war es unserer Meinung nach relativ eindeutig. USA war wirtschaftlich gesünder als die Eurozone. Die Eurozone wird mehr tun müssen, also Zinsen eher runter. USA wird vielleicht Zinserhöhungsfantasie reinkommen. Also wie gesagt, von 1,35 bis 1,5, 1,6 war das meines Erachtens ein relativ klarer Trade.
da konnte man Geld mit verdienen. Auf dem jetzigen Niveau, auch mit den schwächeren Wirtschaftsdaten aus den USA, ist es wie so ein bisschen wie Münzwurf. Deswegen würde ich sagen, taktisch keine Ahnung, wo es hingeht. Strategisch gehört natürlich ein gewisser Anteil Fremdwährung ins Portfolio mit rein. Nicht aus Gründen der Spekulation, sondern aus Gründen der Risikostreuung. Und alleine, wenn Sie ja ein globales Aktienportfolio umsetzen, haben Sie ja ohnehin eine Währung aus anderen Ländern mit drin. Da natürlich der Aktienmarkt ja auch in vielen Fällen im Dollar notiert oder im britischen Pfund oder eben auch anderen Währungen. Anleihepreise auf einem interessanten Niveau, so muss man es ja mal formulieren. Interessant jetzt nicht im Sinne von attraktiv, sondern auch nach dem Renditeanstieg doch immer noch ein relativ hohes Niveau. Warten wir mal ab, wie es weitergeht, aber unseres Erachtens nach werden sie momentan nicht ausreichend vergütet für Investitionen am Anleihemarkt und das gilt natürlich auch für die Kapitalsammelstellen. Die Reflation ist wahrscheinlicher als die Deflation, also wir glauben nicht an ein deflationäres Szenario, sondern wir glauben eher, dass wir natürlich weiterhin die Thematik haben, dass man natürlich Geld in die Märkte pumpt, dass tendenziell die Vermögenspreise dadurch unterstützt sind. Nichtsdestotrotz wird es immer mal wieder starke Rückschläge geben, weil dann natürlich auch die Angst umgeht und das heißt nichts anderes als in der Vergangenheit auch. Ich muss mir Gedanken machen über meinen Anlageprozess und muss auch von vornherein Rückgänge von 20-25% auf die Aktienquote mit einkalkulieren. Aktives Management der Vermögensstruktur in der Zukunft wichtiger denn je, vor allem auch der gesamten Vermögensstruktur und ein Verständnis für die Zusammenhänge natürlich auch elementar, da sind wir beim Thema finanzielle Bildung. Grundsätzlich könnte es ja ziemlich einfach sein, Sie haben einen Startpunkt, Sie haben ein Ziel und das ist ja ziemlich simpel, aber das kennen Sie auch aus anderen Aspekten des Privatlebens, ob das jetzt das Abnehmen ist, ob das die Beziehung mit dem Ehepartner ist oder die Erziehung der Kinder. Meistens geht es dann doch eher relativ wir hin und her. Bezogen auf die Finanzentscheidung haben wir natürlich das Thema Nachrichten. Die Presse muss natürlich auch laufend was produzieren, gerade im Internetzeitalter braucht man natürlich auch relativ viele Schlagzeilen. Dann redet man mit dem Nachbarn mal ein bisschen drüber. Dann kommt natürlich die Angst dazu, wenn die Märkte fallen. Dann natürlich das Thema Gier, wenn es mal längere Zeit nach oben ging. Also relativ viele Aspekte, die da doch als auf uns Mensch, als armes, kleines, emotionsgetriebenes Individuum einbrechen oder dann doch in vielen Fällen dafür sorgen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Und bezogen natürlich auf die Finanzanlagen heißt das eben oft prozyklisch zu agieren, Trends hinterherzulaufen, tendenziell dann zu kaufen, wenn etwas gut gelaufen, also auch schon teuer ist, anstatt dann zu kaufen, wenn es günstiger geworden ist. Also dieses umgekehrte Karstadt-Prinzip, ja, alles andere kauft man ja gerne, wenn es günstiger wird, nur am Aktienmarkt kauft man tendenziell dann gerne, wenn es teurer wird. Deswegen, wie gesagt, auch in der aktuellen Phase vielleicht am Aktienmarkt nicht ganz so schlecht, auch den Value-Ansatz ein bisschen stärker zu berücksichtigen, also dieses Thema substanzwertorientiertes Investieren. Wie machen wir es? Ein verständlicher Weg zum Ziel. Klar, auf der einen Seite sollte ich natürlich mein Lebensziel mal definiert haben. Aus diesem Lebensziel kann ich ein finanzielles Ziel ableiten. Also ganz uncharmant klebt man da ein Preisschild drauf und dann schaue ich, okay, wo bin ich heute? Wie viel Geld kann ich einsetzen? Was ist eine Kapitalanlage? In Abgrenzung zu einer Rücklage, also Rücklage, das ist, falls die Waschmaschine mal kaputt ist oder um das neue Auto zu kaufen in 4 Monaten und Kapitalanlage, also die Teile des Geldes, die ich langfristig wegpacken kann, um die Ausbildung der Kinder zu finanzieren oder meinen eigenen Ruhestand oder welche Zwecke sie auch immer verfolgen. Das kann man ausrechnen, das ist rein finanzmathematisch, hat nichts mit der Börse oder auch irgendwelchen Investment- und Anlagethemen zu tun. Danach gleichen wir diese Rendite natürlich ab mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld. Also sprich, wie sind denn die Renditen bei Anleihen momentan? Was sagt uns das Bewertungsniveau zum Beispiel bei Aktien über die erwarteten Erträge auf die nächsten 10 Jahre? Und hier natürlich auch offensichtlich, vor 5-6 Jahren haben Sie locker 4-4,5% mit Anleihen verdient, ohne Kursgewinne. Wenn Sie heute noch nicht mal 1% verdienen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf Anlagestrategien und auch auf Ruhestandsfinanzierung. Nachdem wir die Rendite errechnet haben und sie abgeglichen haben mit dem Kapitalmarktumfeld, wird sie abgeglichen mit der finanziellen Risikobereitschaft, weil sie bekommen heute durchaus noch laufende Renditen allein über Dividenden von 3,5-4% hin. Die Frage ist natürlich, bringe ich die Risikobereitschaft mit, um das auch durchzuhalten, weil dann müssen sie natürlich auch mal Aktienwerte aus der zweiten Reihe nehmen, dann müssen sie natürlich auch mal Anleihen mit einer schwächeren Bonität nehmen und das kann man wieder natürlich auch zum Teil kompensieren über eine sehr, sehr breite Risikostreuung. Also ich kaufe nicht 5 Aktien mit einer vernünftigen Dividende, sondern ich kaufe mir vielleicht 350 Aktien mit einer vernünftigen Dividende aus dem europäischen Aktienmarkt über entsprechendes Finanzprodukt, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich andere Risiken,
um heute 4% zu verdienen wie vor 5 Jahren, weil damals habe ich eine Bundesanleihe gekauft, heute ist es doch bedeutend schwieriger. Also, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass die Rendite machbar ist, sachlich, aber dass einfach die finanzielle Risikobereitschaft, die Sie als Anleger haben, nicht ausreicht. Sofern Sie die noch nicht ermittelt haben, die finanzielle Risikobereitschaft, wir machen das ja sehr, sehr wissenschaftlich fundiert mit einem sehr etablierten Anbieter aus Australien, der Test ist aber auf Deutsch. Sofern Sie das nicht gemacht haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Risikobereitschaft. Dann bekommen Sie auch hier die Zugangsdaten zu dem online gestützten Fragebogen nochmal zugeschickt. Weiteres Thema, natürlich die bestehende Vermögensstruktur. Das heißt, hier entpacken wir mal alles. Das heißt, wir nehmen die Verpackung weg von Versicherungen, von Investmentfonds, von Zertifikaten, von Rentenansprüchen und schauen genau, was drin ist. Weil am Ende des Tages entscheidet ja nicht die Verpackung über eine Wertentwicklung, sondern natürlich der Inhalt. Also sprich, Inhalte sind Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien, Edelmetalle. Die sind der Träger von Risiken und Renditen. Die entscheiden natürlich über das Verhalten bei Inflation und Deflation. Und die Verpackung, sowas wie Versicherungen, Investmentfonds, die sind natürlich relevant für die steuerliche Behandlung, die sind relevant für die rechtliche Einordnung, gegebenenfalls auch noch für weitere Aspekte, wie zum Beispiel, wo bin ich eigentlich direkt Eigentümer oder wo habe ich nur eine Forderung, also das Stichwort Vermögensstrukturanalyse und das Humankapital als letzten Punkt, hier natürlich relevant, sich klarzumachen, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich heute ein 30-jähriger Junganwalt bin, der sich gerade selbstständig macht, oder ein 59-jähriger Beamter, weil natürlich der Beamte hat eher einen Zahlungsstrom, der sich wie eine Anleihe verhält, also sehr, sehr stabil, also wenig Chance nach oben, aber auch keine großen Risiken nach unten, wohingegen eben der junge Anwalt natürlich extreme Risiken nach unten hat, aber auch große Chancen nach oben, also eher wie eine Aktie. Und das muss ich natürlich insgesamt berücksichtigen, um hier zu einer vernünftigen Vermögensstruktur zu kommen und um vor allem auch diese hergeleitete Anlagestrategie auch natürlich in schwierigen Kapitalmarktphasen durchhalten zu können, weil nur wenn ich die schwierigen Phasen durchhalte und dort es vielleicht sogar schaffe, riskante Vermögenswerte wie zum Beispiel Aktien oder Hochzinsanleihen dann aufzubauen, wenn sie günstig sind, nur dann natürlich die Renditen zu verdienen, die der Kapitalmarkt langfristig bietet. Und da zum natürlich einen die Technik relevant und zum anderen natürlich auch das Verständnis, um in der Situation reagieren zu können. Grundsätzlich Überblick natürlich das alles Entscheidende, das ist natürlich auch ein Kern unserer Dienstleistung, weil ohne Überblick können Sie meines Erachtens gar keine Anlageentscheidungen treffen. Typischerweise haben wir eine sichtbare Vermögensstruktur, das ist das, was Sie alle kennen, Depotauszüge, Kontoauszüge. Da sind viele noch ganz vernünftig aufgestellt, eine Mischung, ein bisschen Geldwert, Sachwert, das sieht oft ganz gut aus noch. Wenn dann die Versicherungsvermögen dazukommen, also eben die betriebliche Altersversorgung, die privaten Renten- und Lebensversicherungen, Riester, Rürup und was es alles gibt, dann sehen wir häufig eine Verschiebung zugunsten der Geldwerte, also der zinsabhängigen Titel. Und wenn wir dann noch die Rentenvermögen berücksichtigen, also was wie Versorgungswerke oder auch natürlich Beamtenansprüche oder ihren Anspruch an die deutsche respektive die gesetzliche Rentenversicherung, sehen wir oft eine stärkere Verschiebung, weil natürlich die Forderung gegen den Staat auf Rente ist natürlich auch nichts anderes als eine unverkäufliche Bundesanleihe und deswegen unterliegt sie natürlich genauso einer negativen Auswirkung bei Inflation als auch einer positiven Auswirkung bei Deflation, zumindest solange wie natürlich die Renten im Endeffekt hier auch gezahlt werden. Im Kern geht es aber natürlich darum, die sichtbare Vermögensstruktur macht man oft selbst oder so ein bisschen mit einem Bankberater oder eine Mischung aus beidem oder man hat mehrere Berater. Dann haben Sie im Endeffekt, wenn die Versicherungsvermögen dazukommen, hat dann der Versicherungsvertreter oder der Makler eine Struktur gemacht, vielleicht ja auch ganz gut, so ein bisschen eine Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3, also die verschiedenen steuerlichen Fördermöglichkeiten genutzt. Der Steuerberater hat geprüft, dass da überall die steuerlichen Grenzen eingehalten werden und als Anlagekern gibt es auch eine schöne Mischung, vielleicht ein bisschen was bei einer deutschen Versicherung, ein bisschen was bei einer britischen, ein bisschen fondsgebunden, also eigentlich ein relativ solider Mix und die Jungs in der Versicherung legen das Geld auch an, wie es die Anlagerichtlinien vorsehen und ja auch beim Rentenvermögen. Die Versorgungswerke machen einen guten Job, der Staat tut, was er tun kann im Angesicht der demografischen Entwicklung. Also alles in allem haben Sie verschiedene Dienstleister, verschiedene Berater, die auf Ihre finanzielle, auf Ihre Vermögenssituation natürlich einwirken. Natürlich hoffentlich alle mit bestem Wissen und Gewissen, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn alle den Job optimal machen, kann es natürlich dazu führen, dass wir trotzdem eine unausgewogene Vermögensstruktur haben, die keinem der Berater transparent ist, die Ihnen als Vermögensinhaber auch nicht ganz klar ist und dass deswegen natürlich Finanzentscheidungen auf Basis lückenhafter Informationen getroffen werden und das hat natürlich umso stärkere Auswirkungen dieser Fehlentscheidung im jetzigen Kontext, wo wir einfach weniger Zinsen haben, wo wir niedrige Inflationsraten haben, also eher das Risiko von Inflation springen und wo wir insgesamt natürlich das Thema Eigenverantwortung viel, viel stärker haben,
als natürlich in den vergangenen Jahrzehnten. Deswegen ganz klar dieses Thema Überblick, meines Erachtens elementar als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen. Welche Antworten liefern wir Ihnen? Das ist natürlich jetzt auch wieder nur ein Ausschnitt, weil wie gesagt, das Video sollte ja nicht mehr als eine Stunde Dauer haben. Im Vortrag waren es ja dann rund 2 Stunden. Deswegen erstmal sollen Sie sich klären, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage? Das haben wir ja eben schon behandelt. Dann die Frage, welche Vermögensklassen brauche ich überhaupt, um mein Ziel zu erreichen? Also welchen Anteil Aktien, welchen Anteil Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe? Wie mache ich den Inflationsschutz genau? Kaufe ich eher Edelmetalle oder kaufe ich eher Rohstoffe? Und wenn ja, in welcher Form? Dann, welche Vermögensklassen fehlen in meiner Vermögensstruktur? Passt meine Risikobereitschaft überhaupt? Und wenn Sie das dann getan haben, dass Sie wissen, welche Vermögensklassen passen, dann ist die Frage, wie setze ich es um? Kaufe ich die einzelnen Aktien? Kaufe ich einen aktiven Investmentfonds? Kaufe ich einen passiven Indexfonds? Kaufe ich diesen Fonds im Rahmen meines privaten Portfolios? Kaufe ich diesen Aktienfonds im Rahmen einer steuerlich geförderten Riester-Rente? Weil Riester können Sie auch nicht nur über Versicherungen nutzen, sondern auch über Fondssparpläne. Meines Erachtens die intelligenteste Art der Umsetzung. Und für die Unternehmer unter Ihnen, kaufe ich ein Privatvermögen oder ein Betriebsvermögen? Da spielen haftungsrechtliche Aspekte eine Rolle, da spielen steuerliche Aspekte eine Rolle. Also wie gesagt, die Frage, nicht nur welche Vermögensklassen kaufe ich, sondern auch mit welchen Instrumenten tue ich es und in welcher steuerlichen Verpackung setze ich das Ganze um. Grundsätzlich natürlich Punkt 4, klar, was gibt es noch an Themen zu berücksichtigen? Also wenn ich in Währung investieren möchte, kaufe ich einen Geldmarktfonds, der Abgeltungssteuer unterliegt, oder nehme ich ein unverzinstes Währungskonto, wo Preisveränderungen nach 12 Monaten steuerfrei sind. Ja, also machen wir es ganz einfach. Sie haben vor einem Jahr einen Geldmarktfonds gekauft im US-Dollar. Die Mini-Zinsen, die es gab, sofern sie nicht von den Kosten aufgefressen worden sind, die sind ja erstmal abgeltungssteuerpflichtig. Die Kursveränderung ist auch abgeltungssteuerpflichtig. Haben Sie ein Währungskonto gehabt und Sie schaffen es, die 12 Monate plus einen Tag durchzuhalten, dann sind die Erträge steuerfrei. Gleiches Risiko, unterschiedliches Nachsteuerergebnis. Und das können Sie auf ganz, ganz viele Aspekte weiter betreiben. Das gilt natürlich auch für Edelmetalle und natürlich auch viele, viele andere Vermögensklassen und auch deren Umsetzung. Welche rechtlichen Aspekte gibt es zu berücksichtigen? Ruhestandsplanung, was passiert, wenn einer verstirbt? Witwenrenten, Pflichtanteilsprüche, Anteilsprüche der Kinder. Also wenn Sie heute sagen, ich habe eine tolle Ruhestandsplanung, aber auf einmal ist so, dass der eine verstirbt und die Witwenrente sind nur 60% und die Kinder fordern den Pflichtanteil und der Pflichtanteil ist halt mal 50% des Depotvermögens, dann haben Sie vielleicht eine ganz tolle Planung gemacht, aber man hat leider auch vergessen, gewisse Aspekte abzudecken und dann ist die ganze Anlagestrategie zum in die Tonne treten. Und abschließend nochmal für die Unternehmer, inwieweit sind denn private und unternehmerische Finanzplanung aufeinander abgestimmt? Meines Erachtens noch ein sehr, sehr großes Potenzial, gerade natürlich auch bei den GmbHs, respektive natürlich auch bei den AGs, wo sie auch wesentlich Beteiligte haben, die vielleicht auch operativ im Unternehmen tätig sind. Da fehlt meines Erachtens in vielen Fällen die verknüpfte Betrachtung zwischen der steuerlichen, rechtlichen und auch der finanziellen Ebene. So, meine Damen und Herren, das war es von meiner Seite. Ich darf Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Auch hier nochmal der Hinweis, dass wir natürlich hier auf der Landingpage nochmal dann auch für Sie einiges an Informationen bereitgestellt haben zur Veranstaltung. Und auch der Hinweis nochmal an dieser Stelle, am kommenden Dienstag, also den 19.05. um 18 Uhr, findet wieder der Ypos Kapitalmarktdialog statt. Schwerpunktthema wird diesmal sein Zinsentwicklung und Auswirkungen auf Anlagestrategien. Vielleicht sogar einer der wichtigsten Kapitalmarkt-Webinare, die wir in den letzten 12 Monaten hatten. Wir haben da einige super Analysen gefahren, deren Konklusion wir dann vorstellen werden. Gegebenenfalls stellen wir es auch noch als Online-Konserve zur Verfügung. Schauen wir mal, wie das dann passt. Ansonsten wissen Sie ja, wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach, schreiben Sie eine E-Mail oder rufen Sie durch. Von daher, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.